Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar der liebe Talha. Ja, geht's ja. Alles gut. Du bist bekannt aus dem Comedy-Bereich. Genau. Okay, machst du sonst noch irgendwas? Also ich mache auf jeden Fall noch Comedy. Auch noch? Ja. Außer Comedy? Genau. Okay, sehr gut. Das ist schon mal gut. Okay, und du hast dich dazu bereit erklärt, dass ich dich heute mal komplett zerstöre. Genau, kannst du machen. Ja? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10? Mach 6. 6? Ja. Dann machen wir 8. Mehr als 10. Ja, okay, mach 8. Ich würde sagen, dann legen wir gleich mal los und seid gespannt. So, Talha. Kommen wir mal zu deiner ersten Aufgabe. Okay. Wasser trinken. Ah, okay, das ist schon mal sehr anstrengend, also. Ja. Genau, immer genug trinken, ganz wichtig. Weißt du, was es ist? Nein. Okay, gut. Einfach annehmen. Einfach, aber es ist nicht zum Essen, ja? Achso. Wir trainieren heute Rücken und Bizeps, dem lieben Talha. Und ja, normalerweise trainieren wir mal alle Brust und Schultern und Arme. Und deswegen machen wir heute Rücken. Sehr professionell. Ja, merkst schon. Man sieht, du kommst aus dem Business. Ja, so. Früher schon im Kindergarten habe ich so gezogen Sachen. Ja? Das ist irgendwie. Ah, okay. Wie oft trainierst du die Woche? Jede Woche, also jede Woche. Jede Woche, das ist echt, ja? Nee, Montag bis Freitag und Wochenende Pause. Auf 5 Tage die Woche? Ja. Oh, okay. Zwölf oder? Ich mache einfach so 20 Stück oder so. Einfach? Das ist immer aufwärmen, das ist immer ein bisschen die Gelenke, die Sehnen, die Bänder aufwärmen, damit du dich nicht verletzt, wenn ich dich gleich richtig rannehme. Es geht ab ans Kleine. Hörst du schon die Stimme? Ja, mach mal, mach mal. Weiter, komm, komm, komm. Noch 7. Nein, ist okay, was brauchst du? Weißt du, was das hier ist? Die Kette? Weißt du, was das für eine Kette ist? Nein. Das ist die Kette, mit der ich dich heute durch den Dreck ziehe. Wo war nochmal los? Ich sehe schon. Du reagierst ziemlich schnell. Ja. Das ist schon die letzte Übung, ne? Das ist die allererste. Von 7. Wir machen heute ein bisschen ein humanes Programm. Ja. Wir werden so 4 Übungen für den Rücken machen. Ja. Und 3 Übungen für Bizeps. Okay. Bin ich bereit. Wie war das Gewicht gerade? War schon ein bisschen schwer. Gut, dann machen wir ein bisschen schwerer. Und eine Sache haben wir vergessen, ich mach noch Comedy. Hab ich vergessen. Ach, Comedy machst du auch noch? Ja, ja. Aber das ist ganz schön viel, oder? Ja. Aber vielleicht solltest du auch mal in die Richtung Comedy gehen. Ich habe das schon überlegt, aber ich weiß nicht. Also, ich glaube, da ist es dann schon zu schwer. Ja. Eine kannst du noch. Eine schaffst du noch. Okay. Alle Anfang ist schwer. Ja. Aber ich sehe, du kommst rein. Ich werde ein Profi. From part-time now full employment in hard times. Enjoyment with this fast life. A bastard I now is seeming strove. Believe I'll be keen on a chase. Teams in a time you can bring your mates. Get my face round but keep. Und rein. Und zwei. Los, los! Einmal. Du siehst, mit jedem Satz mehr kommen die Leute hier im Fitnessstudio. Angst. Nee, Respekt vor dir. Ach so. Ja, wir haben Angst, dass du zusammenschlägst. Genau. Gib mir deine linke Hand. Damit boxe ich jetzt gegen jemanden. Ne? Hier, warte, warte. Ja. Nimm André, nimm die Kamera was. Okay, komm. Wir benutzen die Ultra Grips von Climax. Und die könnt ihr natürlich auch käuflich erwerben bei der Firma Climax mit dem Code Kevin10 für die 10% sparen. Du kannst dich genau auf den Rücken konzentrieren. Du hast keine Kraft mehr aus dem Arm. Ich glaube, ich schaff das nicht. Der erste. Hä? Hä?
Ehrlich jetzt, das ist kein Spaß. Hast du nicht gesagt, du schaffst du mir? Ja, Mann. Das ist ja komisch hier. Okay, gerade ist, glaube ich, besser. Ja, okay, mehr schaffst du auch nicht. Ehrlich, ich weiß nicht warum. Du schneidest die einfach als Endlosschleife, sodass er 20 Stück gemacht hat. Ja, genau, okay. Perfekt, dann machen wir das gar nicht rein. Die nächste Aufgabe war? Jetzt machen wir die richtig. Okay. Nicht zum Aufwärmen, sondern als richtigen Satz. Inside of me, in the dark beneath, there's a mirror of fire that I'm longing to release. A trouble for God that I'm longing to free. A hunger for fire that I'm with. Boah, okay, reicht. Ja. Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Ja, das kommt. Das kommt. Ich bin ja Comedian, bei mir ist es ja gut, Schauspielern zu können. Ja. Deswegen ist es eigentlich leicht, aber ich tue so, als ist okay. Das ist gute Strategie. Ich weiß, deswegen. Ja. Ich würde hier eigentlich locker 130. Komm, ich mache einen für dich. Heute ist nicht mein Tag. So, Freunde, und jetzt gibt es eine Portion ERAs, natürlich von Neosubs, in dem Geschmack Mojito. Die geilsten ERAs, die ihr jemals getrunken habt. Sehr, sehr geiles Zeug. 30 Gramm während des Trainings und ihr seid optimal versorgt. Und natürlich könnt ihr auch damit darauf sparen, mit dem Code Kevin10 spart ihr auf euren kompletten Warenkorb bei Neosubs nochmal fette 10%. Und ihr unterstützt dieses wunderschöne YouTube-Projekt. Und wie ist es jetzt für dich bisher? Sehr gut. Sehr gut, ja? Ja. Kriegst du Motivation? Ich krieg Motivation. Ich merke, dass ich breiter werde. Die ist schon sehr entspannt. Entspannt? Die ist schon sehr hart. Man merkt schon, dass das so ist schon sehr anstrengend. Ja, guck weg, ne? Ja. 10! 11! 12! Oh. Es waren 3. Ich hab mitgezählt. Nein, waren? Ich hab mitgezählt. 4. 5. Und noch 3. Noch 2. Noch 2. Noch 2. Komm, 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 komm. Geht nicht mehr. Los! Jawohl! Entspannt. Er wird auch noch. Ich hab gute Hoffnung. Los jetzt! Und noch eine. Und noch eine. Und eine noch. Eine noch. Eine muss noch. Ich hab es nicht. Eine muss noch. Los! Okay, so gut. Aber zwei noch. Das hast du sehr gut gemacht, Mann. Danke. Wie gesagt, die Übung ist entspannt. Das war's soweit für den Rücken. Ach, das war's für heute, okay. Nee, nee, nee. Ach so. Jetzt machen wir noch unteren Rücken. Okay. Und dann machen wir noch Bizeps. Okay. Jetzt machen wir den unteren Rücken. Ja. Ja. Ganz wichtige Sache, weil der stabilisiert deinen kompletten Körper. Ja. Normalerweise würden wir jetzt Kreuzheben machen, aber ich glaube, Kreuzheben ist noch zu früh für dich. Genau, glaub ich auch. Reicht, oder? Nee, mach mal ruhig. Ich kann nicht mehr, aber ich glaube, ich zerbreche. Nein, das ist kein Problem. Oh, fuck, ich glaube, ich zerbreche. Oh. Gleich nach dieser Übung ja? Kommen wir zum Bizeps. Ja, okay. Den brauchst du dann morgen für Disco. Okay, für was? Für Disco. Ach so, okay. Schön. Dicken Arm machen. Ja. Weißt du? Und dann mit einem breiten Pulli hingängst. Genau, damit du noch breiter aussiehst. Das ist kurz nochmal festgedreht. Okay, danke. Oh! Oh. Ey! Los! Ich schwör's dir, ich kann das nicht. Ja, viele fragen halt, woran hat's gelegen? Ja, dann fragen halt viele.
komm, die Ohren hat's gelähmt. Leicht? Ja. Oh. Jetzt war Bizeps. Ja. So, Tala. Ja. Jetzt fangen wir mal richtig an, ernst zu werden. Also. Ja. Jetzt machen wir das, was du brauchst. Ja. Für die Ausbildung zum Monster. Genau. Okay. Weil das Video wird auch, das werdet ihr bei dem lieben Tala auf dem Kanal sehen. Genau. Tala will ein Monster werden und bekommt die richtige Ausbildung dafür. Genau. Und heute starten wir schon mal mit dem ersten Schritt. Okay. Tala könnt ihr nämlich übrigens auch finden. Blenden wir hier mal ein. Der junge Mann hat auch YouTube. Dankeschön. Sehr, sehr gutes YouTube sogar. Dankeschön. Und natürlich auch Instagram. Blenden wir hier auch. Hier, blenden wir es hier ein. Yes. Los. He's moving over to the relevant lane to take the fast. Was für ein Lappen, Alter. 8 Kilo. Machst du nicht? Ich guck dich zuerst mal. Was machst du? Ich wollte eigentlich damit wieder anfangen, so. Aber klappt nicht. Schaffe ich das mit beiden Händen? Wie findest du das Training mit Kevin bis jetzt? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sagst du das aus Angst? Nein, aber ehrlich ist es, weil ich merke, dass ich, weil Training ist ja, dass man kaputt ist. Ja? Ja. Und ich merke, dass ich kaputt gehe. Sehr gut. Sehr gut, aber falsche Übung. Wie viel mache ich eigentlich gerade? 9. 10. 12, 15, 16, okay. Okay. So, nächste Übung. Aufpassen. Ja. Wortspiel. Okay. Zwei Maschinen an der Maschine. Ja. Ha! Achso, ich bin eine Maschine? Boah, jetzt habe ich den verstanden. Weiter, weiter, weiter. Komm weiter. Weißt du, was mein Ziel ist? Mich zerstören. Ich will, dass du morgen an mich denkst. Ja. Und sagst, dieser Noch 3 Stück. Los. Komm, 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 zieh. Jawohl. Ich hab schwarz gesehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen rassistisch, aber auch, oder? Nein, das war gar nicht so mein. Das ist der letzte Satz. Ja. Der letzte Satz dieses Trainings. Okay. Danach hast du es geschafft. Echt? Und jetzt verlange ich von dir, dass du alles gibst. Okay. Okay? Okay. Motivier dich. Ich mach's. Angriffsmodus. Ja. Angriffsmodus. Ja. Zerstörungs. Richtig, Alter. Ich werde ihn einfach so nehmen und umdrehen. Okay, gut. Okay. Ja, ich wollte ihn umdrehen. Okay. Aber komm. Richtig. Komm. Weiter, weiter, weiter. Und noch 5. Sehr krass. Ja. Ehrlich, man fühlt sich auch fit. Man merkt, okay, ey, ich hab was gemacht. Du bist ein bisschen blass. Echt? Mhm. Ich hoffe, ich geb gleich um. So, Freunde, das war's von uns mit dem lieben Tala. Dankeschön für deine Zeit. Ich danke dir für das Training. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr von dem lieben Tala sehen wollt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Aber ihr könnt jetzt schon mehr sehen von dem lieben Tala und mir. Und zwar haben wir Tala ausgebildet zum Monster. Das Video wird euch jetzt hoffentlich hier angezeigt. Yes. Und dort findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung Talas
YouTube-Kanal, sein Instagram und alles, was dazu gehört. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sagen bis bald!